Ja, das hängt jetzt davon ab, an das, was man glauben soll oder will. Also mit Christentum halte ich so, dass ich an diese Ringparabel von, ich glaube, Herder oder irgendjemand hat das doch geschrieben, diese Ringparabel, dass der Vater seinen Söhnen 3 oder 4 Ringe vererbt und einer soll der Richtige sein. Und das muss ich sagen, das toppe ich noch dadurch, dass ich sage, keiner dieser Ringe ist wirklich der richtige. Die sind alle gleichwertig. Und ich könnte genauso gut Muslim sein wie Hindu, weil die Inhalte, auf die es ankommt, in den Religionen sehr ähnlich sind oder gleich überhaupt. Und wenn ich das akzeptiere so, dass das nicht relevant ist, ja, ein Hindu wäre so, dann muss ich sagen, dann kann ich mir auch nicht vorstellen oder dann kann ich auch nicht glauben, dass im Christentum, wie das geglaubt wird, Christus auf die Erde gekommen ist, als Gott kommt auf die Erde. Das hat einen ähnlichen Wert wie bei den Hindus kommt Vishnu als Eber auf die Erde. Das sind Inkarnationen, an die hat man in der Antike oder damals geglaubt. Und von dieser Art ist auch Christus auf die Erde gekommen. Das ist eine Geschichte wie eine Inkarnation und hat für mich keine Bedeutung.